Ist in der Lage, in freier Wildbahn, vor allem die Schnarchi kann das richtig gut, die Maus unter der Schneedecke wahrzunehmen und zu jagen. Die Maus unter der Schneedecke, das spiele heute mal ich. Schnarchi, du hast ein gutes Gehör. Ich bin hier vorne, du frisst noch, kann das sein? Schnarchi, hier vorne, einmal anfliegen, werf sie einfach ab, die fliegt schon irgendwo hin. Jawohl. Total exzellenter Jäger, definitiv. Aber hier ist jemand aus Würzburg. Achtung! Da hast du deine Eule und deinen Applaus. Dann magst du aus dem Schweigen, genau. Wie fühlt die sich an? Weich, ne? Dieses butterweiche Gefieder, was du da gerade durchknautscht, das wird übrigens jeden Tag von der Rolle 6 Stunden lang gepflegt. Das freut sich. Versucht er sofort an Höhe zu gewinnen. Und wir versuchen natürlich, ihn über die Leute drüber hinweg zu locken. Günni, wie sieht's aus? Jawohl, noch ist er ein kleiner Punkt. Aber mit jedem Meter, den er näher kommt, wird er natürlich auch größer. Und jetzt versucht er natürlich auch über das Publikum drüber zu segeln und oben beim Halle zu landen. Ja, darfst du zurück in den Feierabend fliegen. Das freut mich. Das ist ein junger, unerfahrener Vogel, der ist gerade Maxit. Unsere kleine Blutze darf mit einem leisen Begrüßung gerade mal ausbuchen. Das verstehen wir unter Leitung. Das ist auch schön. So, die Blutze ist gerade mal 4 Jahre alt, auch mitten im Training. Quasi ist heute ihr 2. Auftritt vor Publikum. Und sie soll natürlich einmal zeigen, wie sie Schlangen jagt. Und zwar macht sie das mit kräftigen Fußtritten. Die tritt er quasi immer wieder hinter den Kopf, um das giftige Ende zuerst auszuschalten. Das machen die aus Sicherheitsgründen, denn gegen das Gift ist so ein Sekretär nicht immun. Ja, und deswegen muss man auch immer wieder das giftige Ende zuerst ausschalten, damit da auf keinen Fall was passiert. Dann hat sie noch so einen richtig tollen Schutzpanzer. Das sieht so ein bisschen aus wie Thrombosestrümpfe. Ja, die sind wichtig, damit sie auch vor Schlangen ein bisschen auf jeden Fall geschützt ist, damit die da nicht durchkommen. So, magst du einmal Schlange jagen? Guck mal hier. Und jetzt musst du zutreten. Komm, die Schlange haut ab und du musst jagen, du musst überleben in Südamerika, beziehungsweise in Afrika, Entschuldigung. Und jetzt schlägt sie zu, noch einmal, sehr gut. Und jetzt musst du nochmal richtig drauf treten, die lebt noch. Tritt drauf, das giftige Ende ist hier vorne. Treten. Jetzt. Jawohl. Denn es ist ein Kraft- und Energiesparer, der versucht natürlich auch hier runterzukommen mit dem geringsten Aufwand. So, da hinten haben wir noch den 2. Truthahn-Geier, das ist unsere Miss Marple, die kommen auch noch dazu. Und gemeinsam machen sie sich jetzt hier über ihren Kadaver her. So, Landung. Sehr schön. Hi, wie sieht's aus? Hier vorne ist das Kadaver, nicht ich. Mensch, bist du bescheuert? Hier vorne. Jawohl, und Schörder kommt auch noch. Zack, und beide sind mit dabei. So, jetzt haben wir wieder 2 Vögel, das ist so gut. So, hier sind beide Truthahn-Geier, sind schon mal angekommen. Hör mal, ich bin kein Arzt, du brauchst mir auch nicht in die Tasche springen. Ja, und die finden wirklich ihre Beute nach Geruch. Das ist auch der Grund, warum sie definitiv auf meine Füße geht, denn ich habe mir heute Morgen die Füße gewaschen. Ich hätte duschen sollen. So, Mäuschen, nochmal nach hinten weg, bitteschön. So,
Stück hast du natürlich nicht gesehen. Und jetzt musst du dich auf die weite Reise machen. Zum Patrick. Er bietet dir aber auch richtig Schönes an. Sie überlegt, was holt sie sich jetzt? Den Spanischen oder den Deutschen? Hol dir den Spanier, ich hab nichts mehr. Mäuschen. Oh, hier produzierst du sie aber richtig. Euros mio, Junge, lau! Jawohl. 1, 2, 3. Geben wir mit No. So, Schwarmtiere. Oh je, ich hab keine Spaß mehr, ne? Ihr seid Schwarmtiere, die gerne fliegen im Schwarm. Da oben. Aber wenn ihr mal fliegen geht, weil den Himmel richtig bunt machen, die Sonne nochmal rausholen, auf geht's hier. Jawohl. Und die leben ja nicht allein in Südamerika, weil ich hab's schön gemacht. Da sind wirklich viele, viele andere Papageien, die da zusammen sind. Da wo unter anderem natürlich die Gelbwurst-Ara sind, die Hellwurst-Ara sind. Da können sich alle nochmal im Luft raus. Und alle gemeinsam fliegen wie der Sonne entgegen, zusammen mit den Papageien im Verbund. So haben wir das vorgestellt. Jawohl. Tschüss, Jungs. Bis zum nächsten Jahr. Tja, und mit dieser Runde Schluss, wir müssen uns langsam aber sicher heute Vormittag von Ihnen verabschieden. Ich hoffe, Sie hatten Spaß in der letzten halben Stunde. Wir auf jeden Fall. Wenn Sie noch die eine oder andere Frage haben sollen, kommen Sie gerne nach vorne und löchern Sie uns. Das ist gar kein Problem. Aber zwei Fragen kann ich gleich beantworten. Frage Nummer 1. Bekommt ihr eure Vögel wieder nach so einem Programm? Sie ja, früher oder später sind die ja alle wieder da. Und Frage Nummer 2, die uns oft gestellt wird und einmal beantwortet wird. Dürfen wir eure Papageien streicheln? Nein, bitte nicht. Tun Sie es einen ganz großen Gefallen. Nur gucken, nicht anfassen, nicht andocken. Denn so können Sie uns tatsächlich helfen, damit das Ganze mit den Vögeln hier jeden Tag so gut funktioniert wie heute. Ansonsten haben wir gleich noch eine Zugabe. Hier vorne in der Indoor-Show um 12:30 Uhr geht es weiter. Da werden unsere Papageien auf lustige und amüsante Art und Weise zeigen, dass sie einige Töpfchen haben. Und wir sehen uns definitiv um 15 Uhr wieder. Ich bin mir sicher, das wird noch besser funktionieren als heute Morgen. Anderes Programm, mehr Vögel, wir werden uns steigern. Bis dahin noch einen schönen Tag. Ich habe mal schauen, wie man nimmt.
Der sagte eben, hallo, waren Sie das oder der Vogel? Der Vogel. Alle beide. Hallo. Wegen des Datenschutzes filmte ich diese fremden Personen nicht, nahm aber den Ton auf. Das Gespräch ist nicht gut genug zu verstehen. Deshalb beschreibe ich diese Szene jetzt. Ein junges Paar bückte sich vor der Voliere mit einem Papageienpärchen und kommunizierte mit ihm auf Augenhöhe. Die angeregte Unterhaltung bestand aus einem wechselseitig geflöteten Hallo. Ich fragte die beiden, wer ahmt hier eigentlich wen nach? Der junge Mann sagte lachend und gespielt schuldbewusst, die haben damit angefangen.